Noch einmal Kesselgleichungen in Aufgabe 76. Ein komplett verschweißtes Rohr aus Stahl mit einem Durchmesser D wird in 300 Meter Wassertiefe verlegt. Die Frage ist, welche Wandstärke ist notwendig, damit das Rohr den vorherrschenden Druckverhältnissen in dieser Wassertiefe standhält? Die gegebenen Größen sind die Bruchspannung Sigma B, ein Sicherheitsfaktor S von 2 sowie der Durchmesser des Rohres D. Dazu muss man sich zuerst einmal den Druck ausrechnen, der überhaupt herrscht in 300 Meter Wassertiefe. Der hydrostatische Druck in 300 Meter Tiefe, der ist Wasserdichte mal G mal H natürlich, also die Wassersäule, die drauf lastet, plus, wenn man ganz genau ist, noch der atmosphärische Druck von 1 bar auf Meeresniveau. Also wenn es da einsetzen, die schreiben wir es einmal her, die Dichte von Wasser, wissen wir, ist 1000 Kilogramm pro Kubikmeter, G ist 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, 300 Meter war die Angabe, plus einmal 10 hoch 5 Newton pro Quadratmeter ist der atmosphärische Druck, 1 bar. Und dann kürzen wir da einmal raus, das Meter und das Meter kürzt sie mit dem Meter hoch minus 3 zu einem Meter hoch minus 1. Und das Kilogramm, ja, das schreibe ich Ihnen extra her vielleicht, Kilogramm Meter hoch minus 1 Sekunde hoch minus 2 entspricht der Kilogramm Meter Sekunde hoch minus 2 Meter hoch minus 2 und das sind dann wieder Newton pro Quadratmeter. Damit ist dieser Wert Druck in 300 Meter Tiefe 3,043 Newton pro Quadratmillimeter. Dass man gleich weiterrechnen kann. Also 3 mal 10 hoch 6 Newton pro Quadratmeter kommen raus und dann rechnen wir es gleich in Newton pro Quadratmillimeter um, dann haben wir die Megapascal, kann damit weiterrechnen. Die größte Normalspannung für den Kessel, also für das Rohr, ist Sigma N. Steht eh noch da unten. Pi mal R durch T und die muss kleiner sein als die zulässige und die zulässige, da heißt jetzt die Spannung Sigma B, ist Sigma B durch den gegebenen Sicherheitsfaktor von 2, umgeformt auf die Wandstärke, die man haben muss für das Rohr, würde das lauten Pi mal R, I ist das sogar da, mal Sicherheitsfaktor durch Sigma B. Alles eingesetzt, ergibt sich eine Wandstärke von 3,22 mm mindestens.